Na ihr? Guten Morgen zu Tag 2 in der Schweiz. Ja, Tag 2 auf der Via Jacobi und Tag 2 auf dem Schwabenweg. Ihr habt es gerade gesehen, wir wurden heute früh durch Kuhglockengebimmel mehr oder weniger geweckt und in den Tag begrüßt. Für uns ist das ein herrliches Geräusch. Als Großstädter kennst du um die Uhrzeit ja bestenfalls aufheulende Motoren, Hupen und quietschende Reifen. Deswegen ist das hier ein richtig schöner, entspannter Guten Morgensgruß der Kühe. Gut, wir sind gestern noch in Amlikon zu unserer Herberge Familie Keller gegangen, war nicht weit mehr vom Ortseingangsschild. Also wer hier mal gedenkt zu nächtigen, eine absolute Empfehlung. Ganz, ganz, ganz freundliche, liebe Leute lesen einem jeden Wunsch von den Augen ab und ein sagenhaftes Frühstück, also vom Feinsten. Ja? Und für Schweizer Verhältnisse auch wirklich günstig. Ja. Gut, heute geht es nach, wo geht's heute hin? Nach Fisching, genau. Zum Kloster Fisching sind ca. 24 Kilometer, plus das, was halt so dazukommt. Es wird also peu à peu ein wenig mehr. Gut, jetzt geht's los. Jule müsste jetzt auch gleich fertig sein. Sie musste noch mal einen Pulloverwechsel machen. Und in dem Sinne, auf nach Fisching. Junge, Junge, das ist ganz frisch mit Pulpul gedüngt. Das macht die Nase frei. Donnerwetter. Thank you.
Ja, Migros, Retter in der Not. Wir sind jetzt entlang der Moog. Ja, so heißt dieser schöne Fluss. Fluss? Ist das ein Fluss oder ein Bach? Ja, so ein Mittelding auf jeden Fall. In Münchwilen eingewandert. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt einen richtigen Ast gehabt. Also, boah. War jetzt echt nötig, mal ein bisschen Zucker oder so wieder reinzubekommen. Und jetzt sind alle bösen Geister quasi vertrieben. Wir hatten Tobel und alles, was auf der Strecke lag, links liegen lassen. Ich hatte es euch ja gestern gesagt, man muss hier immer vom Pilgerweg ein bisschen runter, um in die Orte reinzukommen. Ja, dann haben wir jetzt erstmal Strecke gemacht. Und ja, dann kam Münchwilen genau im richtigen Moment. Also wer irgendwie mal gedenkt, hier was einkaufen zu müssen auf dem Weg, in Münchwilen kommt ihr direkt an einem Migros-Markt vorbei, ohne einen Meter Umweg machen zu müssen. Also, Tipp von mir, daher wartet bis Münchwilen. Echt wohltuend, so ein Moog-Fußbad. Naja, aber ist noch recht frisch. Lange werde ich es nicht aushalten, soll man ja auch nicht machen, sonst quellen die Füße auf und das gibt Blasen.
hole ich sie auch raus. Geht's wieder bergauf. So, nun du. Komm. Zeig, wie sportlich du bist. Du kannst doch springen. So also wird es beschweren mit den Stöcken. Gut. Muss aber breiter sein, sonst passt du nicht durch. Ich würde es ohne Stöcker machen. Stütz dich mit jeder Hand ab. Stütz dich mit jeder Hand ab und dann seitlich runter. Jön. Ja, die Etappe nimmt ihr Ende. Ein wunderbares Panoramabild auf das Kloster Fisching, wo wir heute schlafen werden. Ja, es war quasi schon mal die Belohnung für die Strapazen, denn die war nicht ohne die Etappe heute. Die erste Hälfte der Strecke, kann man sagen, ging es über weitestgehend landwirtschaftlich genutzte Flächen, haben viele fleißige Landarbeiter gesehen. Ja, und dann ab der Moog, ab Münchwilen, wurde es richtig, richtig schön. Zum Schluss hier kam der Schillberg, den wir jetzt seiner Schärfe wegen den Schilliberg genannt haben. Der hat uns noch mal einiges abverlangt. Und dann eben dieses Bild, wenn du aus dem Wald rauskommst, ins Tal blickst und diese wunderbare Klosterkirche siehst. Gut, wir haben jetzt noch ein richtiges Highlight vor uns. Wir treffen uns nämlich jetzt mit einer guten alten Freundin, mit Berit, die vor einem Jahr leider, muss ich sagen, aus unserer Sicht in die Schweiz nach Zürich ausgewandert ist. Ja, und sie will uns hier besuchen kommen. Wir wollen uns hier noch einen schönen Abend machen. Und dann morgen und übermorgen noch zwei Etappen gemeinsam bis nach Einsiedeln gehen. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Deswegen beschließe ich jetzt mal hier die Etappe. Wenn nicht noch was Sensationelles passieren sollte, dann bis morgen.
In der Idda-Kapelle, einem kleinen Seitenflügel der Klosterkirche hier in Fisching, befindet sich das Grab der heiligen Idda. Der Legende nach kann der Pilger hier seine geschundenen Füße durch ein kleines Loch in den Sarg der Idda stecken und kurze Zeit später auf wundersame Art und Weise rundsaniert wieder herausziehen. Na mal schauen, morgen geht's aufs Hörnli, da können wir frische Füße sicher gut gebrauchen.